Ja, hallo zusammen. Ich hatte noch ganz viele so synthetische Federn, so farbige Federn. Ich dachte, was kann ich machen mit dem? Ich muss dafür mein Seeufer noch so Gestrüpp oder irgendetwas haben. Jetzt habe ich mir was ausgedacht. Jetzt nehmt ihr einfach so eine Feder und schneidet mal hier den äußeren Teil einfach weg. Das muss nicht genau sein, dass man hier so ein Stück hat, dass die Fransen so nach unten laufen. Dann, was brauchen wir für Material? Wir wollen günstig arbeiten und schnell arbeiten. Mit dieser Sisalschnur, das ist das Grundmaterial hier für den ersten Auftrag, schneidet ihr einfach 6 oder 8 mm Stücke ab, das spielt gar keine Rolle. Das geht zack, zack. Ich habe hier mal zwei vorbereitet. Einfach wichtig jetzt hier, das nach unten laufen lassen. Ich mache mal einer. Also das hier soll ja eigentlich in der Oberfläche sein. Das soll hier sondern an das Seeufer gehen. Jetzt sprüht ihr das einfach mit Sprühkleber ein. Dann zieht ihr das weg. Legt das nochmal hin. So. Jetzt geht ihr darüber. Entschuldigung. Können ganz unregelmäßig haften, die Fasern. Das spielt gar keine Rolle. Wichtig, im unteren Teil sollen sie ein bisschen nach unten gehen. So, jetzt habe ich hier mal zwei gemacht. Ihr seht, das hängt ein bisschen nach unten. Und hier, das ist egal, unregelmäßig oder nicht. So sieht das jetzt aus. Jetzt, was ich jetzt mache, ist trocknen lassen, dann mit brauner Acrylfarbe einsprühen und dann geht es weiter. Also zwei Stück habe ich hier mal fertig gemacht. Jetzt nehme ich mal einen hier. So sieht das aus. Das hängt nach unten ganz wild. Das ist egal. Das spielt ja gar keine Rolle, weil ich möchte ja eine wilde Sache haben. Jetzt ist wichtig, nicht Sprühkleber nehmen, weil ich möchte ja hier die einzelnen Vertiefungen nicht wieder zukleben. Also ich nehme hier Graskleber oder ein Weißleim oder wie auch immer und tupfe hier einfach Weißleim in die Struktur hinein. Hier vielleicht in der Vertiefung noch ein, zwei Punkte, dass ich hier das ein schönes Bild habe nachher. So. Jetzt mache ich hier so, habe ich schon 6 mm, das ist irgendwie so Wildgras Sommer. Gehe ich einfach hier schön darüber. Auch schön an den Spitzen. Man kann das auch hochhalten, damit ich wirklich jede Spitze hier erwische. So, jetzt habe ich hier den Grundstein schon gelegt. So sieht das jetzt aus. Ich finde, sie sehen schon cool aus. Ich halte das mal hier an die Kamera. Man sieht ja auch die feinen Verästelungen unten. Das könnte man theoretisch ja eigentlich so lassen, wenn man möchte, aber ich will das nicht. Jetzt mache ich hier, ich habe zwei Möglichkeiten. Hier habe ich so zwei verschiedene Turf und hier habe ich Blätter und dünklere Sachen hier, weil ich möchte ja so ein bisschen, nicht so stark grün, sondern ein bisschen schmuddelig. Da kann man jetzt durchaus wieder den Sprühkleber nehmen, das ist gar kein Problem. Ich möchte ja in den Vertiefungen das Ganze ja auch ein bisschen haben jetzt. Hier möchte ich jetzt nur den feinen Turf hier einstreuen. Ganz fein hier. Dann fixiere ich das meistens das Ganze nochmal mit einem Mattlack und dann ist das schon fertig. So. So denke ich mir das. So, meine Idee ist jetzt, die einfach hier hinzumachen. Das einfach das Ganze hier so, nachher mache ich hier noch mit Wassereffekten, dass das hier so in den See hineinläuft. Das kann ich ja nachträglich alles noch machen. Dass es so dann hier unter die Brücke, dass es einfach so hinkommt. So.
So denke ich mir das. Wenn das nachher trocken ist, werde ich natürlich hier noch auch noch Büsche machen und so weiter. So, jetzt habe ich wieder mal was probiert mit diesen Federn. Ich werde es natürlich schichtweise übereinander klappen. Also beim nächsten Mal werde ich wieder an der Anlage weitermachen, werde natürlich ganz viele solche Sachen nebeneinander kombinieren mit Büschen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen, ein Like. Würde mich sehr freuen. Die Leute, die mich noch nicht kennen und wer gerne mehr wissen möchten über meinen Kanal, bitte den Kanal abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt und verpasst nichts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln, ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen, euer Alex.